Anschließend geben wir den zum Flug gekochten Zucker dazu. Zum Flug gekocht bedeutet, der Zucker wird auf 142 Grad gekocht. Zu Hause hat man kein Thermometer. Einfach den Zucker mit dem Wasser zusammen kochen und gucken, bis eine langsame Blasenbildung entsteht. Dann hat der Zucker ungefähr 140 Grad. So braucht man nicht ein Thermometer und kann das Ganze nutzen. Nun geben wir den Zucker über den Rhabarber. Der Zucker hat einen eigenen Willen, Wasser anzunehmen. Das bedeutet, der Zucker wird zum Flug gekocht, ihm wird das Wasser entzogen und beim Garen des Rhabarbers entzieht der Zucker dem Rhabarber das Wasser und ersetzt das Wasser des Rhabarbers mit Zucker. Dadurch wird der Rhabarber süßer.